Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Seht mal, was da gerade angekommen ist. Ich pack's ins Lager rein, das Zeug, und dann sehen wir uns gleich wieder. Unboxing, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Unboxing, da gibt es noch ein bisschen mehr zu auszupacken, aber das Wichtigste haben wir jetzt schon mal ausgepackt, nämlich aber erst in Schwarz und Voron Rot, das sind somit die favorisiertesten Farben von euch, und auf der anderen Seite haben wir noch ein bisschen PETG, was wir raussuchen konnten. Der Grund, warum das so lange gedauert hat, ihr seht jetzt wahrscheinlich im Hintergrund, ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Ist ganz einfach der, die Boxen sehen alle gleich aus, da sind keine Labels drauf, gar nichts. Und wir haben jetzt angefangen halt mal die wichtigsten Farben halt zu beschriften, dass wir uns eigene Labels ausgedruckt haben mit Produktbezeichnungen, allem drum und dran, dass wir die auseinanderhalten können, wenn ihr das bestellt, dass wir noch wissen, okay, wenn wir ins Regal greifen, da ist das dran. Genau, da sind wir gerade dran, dass wir die noch beschriften, das heißt, da haben wir jetzt gerade mal schnell ein paar rausgesucht fürs Video. Die sind schon beschriftet, Gott sei Dank. Da gehen auch heute die ersten Bestellungen oder die ersten Vorbestellungen schon raus. Und ich möchte mal kurz ein bisschen was zu den Materialien sagen. Klar, ABS schwarz, Standardfarbe quasi für jeden, der irgendwie mal ein ABS drucken muss. Muss man nicht großartig drüber sagen, glaube ich. Ist einfach eine Standardfarbe. Genau. Dann kommen wir hier zu der Farbe. Und wer mich kennt, weiß, ich mag Rot. Ja, meine Lieblingsfarbe ist Rot. Und ich muss sagen, dieses Rot hier ist extrem geil. Ja, muss ich einfach so sagen. Geht mir persönlich das Herz auf, weil ich halt, wie gesagt, Rot mag. Ist auch seit kurzer Zeit das offizielle Voron-Rot. Wer Voron jetzt noch nicht kennt, Voron ist ein spezieller Drucker, der von einem Ingenieur in den USA quasi, oder von einem Ingenieursteam in den USA quasi entwickelt worden ist. Ist echt ein krasser Drucker. Sind wir uns selbst jetzt einen am Bauen, ein Original, und zweimal bauen wir unseren Ender hier um. Und das hier ist das Original Rot, was die empfehlen, weil die halt das Material bis auf Herz und Nieren getestet haben und gesagt haben, wir haben zwar vorher das verwendet, aber das ist nochmal ein bisschen schneller zu drucken und nochmal ein bisschen besser von der Qualität her. Und die Farbe ist auch entsprechend nach einem bestimmten Farbschema immer gehalten entsprechend, und von daher empfehlen wir das hier. Kriegt ihr auch bei uns im Store original als Voron Rot zur Auswahl entsprechend angeboten. Ist momentan, glaube ich, eine recht coole Sache. Aber die Farbe allein ist nicht entscheidend. Die Frage ist natürlich, wie druckt sich das? Und ich habe mal eben direkt einen Drucker angeschmissen und habe direkt mal eine Rolle aufgemacht, die draufgepackt und mal testen. Ist jetzt nicht der erste Testdruck, denn der erste Testdruck ist leider fehlgeschlagen, weil da noch ein Kabel von dem Nozzle-Sensor, von dem Extruder-Sensor vorne entsprechend von dem Thermistor halt noch da dran, noch am Tuberbeck hängen geblieben ist und dann halt ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Das habe ich jetzt gefixt und habe dann direkt den nächsten Druck gestartet. Und das Ganze nicht einfach nur so, sondern mit den Generic ABS Settings von Bluestarslicer. Das Einzige, was ich da gemacht habe, ist, dass ich die Nozzle-Temperatur von 255 auf 250 gesenkt habe, so wie es der Hersteller angibt. Und die Druckbetttemperatur von 100 auf 110 Grad wird auch wieder Hersteller angeben. Und dann wollte ich noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen und habe die Druckgeschwindigkeit auf 35 mm runtergesenkt von 40 mm. Einfach nur, weil ich wollte, dass der Drucker sich ein bisschen Zeit nimmt, um das zu drucken. Das Druckobjekt ist nicht perfekt, um Gottes Willen. Das kann aber auch zum Großteil an meinem Drucker liegen, weil der momentan so ein bisschen rumfliegt. Aber so zum großen Teil muss ich sagen, ist doch jetzt hier so einen kleinen schwarzen Einschluss, der mit Sicherheit wieder von der Düse kommt, weil er irgendwo mal wieder irgendwas im Hals stecken hat. Ich weiß es noch nicht, ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Aber so an sich muss ich sagen, für einen ABS-Druck hingelegt und gedruckt, eine halbe Stunde hat es gedauert und das Ding sieht echt geil aus. Also kann man nicht meckern, sieht richtig gut aus.
mache ich euch gleich noch ein bisschen B-Roll-Zorn, dass ihr euch das mal angucken könnt und eure Meinung darüber bilden könnt. Auf der anderen Seite haben wir das KVP PETV. Und da muss ich sagen, geht mir ein bisschen mehr das Heft auf als bei dem Rot, wenn ich mir das hier angucke. Das ist ein Himbeer-Rot-Metallic mit einer leichten Transparenz. Kommt von der Optik her ähnlich wie das Pearl Purple Mist, also dieses Metallic Lila. Das Video von Vesti Nimble, genau war es, auf dem Tivo Tarantula sich angeguckt hat, wird das Material auch kennen. Da haben wir nämlich das Lila verwendet und das druckt sich echt bis auf den letzten Millimeter wie Zucker. Finde ich echt eine geniale Farbe, muss ich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Da haben wir es nochmal in Blau. Ein paar anderen Farben haben wir es drüben auch nochmal bestellt. Ist allerdings noch nicht ausgepackt, deswegen kann ich euch jetzt momentan noch nicht zeigen, weil ich noch nicht weiß, wo die Farben sind. Und dann hier, last but not least, haben wir hier so ein richtig schönes Kupferfilament. Da muss ich echt sagen, das ist den einzigsten Hersteller, den ich sonst noch kenne, der das Material in so einem Kupferton herstellt, ist, glaube ich, Extruder. Herz könnte auch noch einen ähnlichen Ton herstellen, aber Extruder ist somit der einzigste, der mir spontan einfällt, der wirklich im PETG so ein Material herstellt. Und die Qualität von dem Material ist echt gut. Also viele freuen sich ja schon über die Qualität vom Blusa-Filament. Und ich weiß, dass das mindestens auf dem gleichen Level ist, wenn nicht sogar drüber, von der, vom Durchmesser und von der Materialqualität her. Ich habe bis jetzt keinen gehabt, der die Rollen gekauft oder von uns bekommen hat zum Testen und sich nicht hat begeistern lassen von dem Material. Die waren alle durch die Bank weg darüber begeistert und fanden es alle super toll. Und es sind auch ehrlich gesagt geile Farben. Also ich habe selten so coole PETG-Farben gesehen. Gut, in letzter Zeit kommen noch mal mehr raus von den Herstellern, weil sie gemerkt haben, PETG ist so ein bisschen mehr der Trend drauf. Und die müssen da was in Richtung Farben tun. Aber ich muss sagen, bis jetzt, was KVP anbietet, auch von diesen Neonfarben, von diesen halbtransparenten Neonfarben und hast du nicht gesehen, sind die noch mit am besten aufgestellt. Also KVP hat, glaube ich, über 20 verschiedene PETG-Farben, die alle knallen und die alle richtig cool sind. Und dann noch die Standardfarben und da muss ich echt sagen, finde ich echt super. Genau. Macht euch selbst ein Bild. Das KVP PETG hatten wir letztens in der Box, glaube ich, noch mal drin gehabt, vor ein paar Monaten. Ich weiß es nicht mehr genau, ich muss nachgucken. Das ABS wird jetzt in der nächsten Box mit drin sein. So viel will ich schon mal verraten. Das ist zwar jetzt ein bisschen Spoiler und ein bisschen unfair, aber das wird in der nächsten Box mit drin sein. Einfach mal, um euch das Material zu zeigen und dass ihr euch selbst ein Bild quasi drüber machen könnt. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich habe euch das kleine Video, das kleine Update gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. In diesem Sinne, ich verabscheue mich. Happy Printing!